So, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist jetzt kurz vor 8. Der Mietwagen ist abgegeben, der erste von mindestens 3 Mietwagen bei dieser Reise. Ich bin jetzt wieder am Flughafen angekommen. Heute Morgen bin ich auch schon recht früh aufgestanden. Es wurde so gerade hell. Dann habe ich das Hotel natürlich schon alles verlassen und bin direkt zum Flughafen gefahren. Und heute geht es über 2000 Kilometer weiter nach Süden, denn jetzt beginnt das zweite Kapitel der Reise. Und zwar werden wir uns noch mal ein bisschen Patagonien ansehen. Heute geht es nach Bariloche. Und zunächst habe ich einen Flug nach Cordoba und dort werde ich dann umsteigen zu einem weiteren Flug und dann würde ich sagen, geht's gleich los. Der schieren Größe Argentiniens begegne ich heute mit meinem zweiten Inlandsflug. 2400 Kilometer auf der Straße, dafür wäre man wohl locker mehr als 20 Stunden mit dem Auto unterwegs. Das kürzen wir lieber ab. Schon heute Nachmittag werde ich meine Destination erreichen. Und während ich da so am Gate sitze, kommt auch schon die Maschine angerollt, mit der es zunächst nach Cordoba geht, Argentiniens zweitgrößte Stadt. Ladies and gentlemen, welcome to Aerolíneas Argentinas. This is Apache 1818 to Cordoba City Airport. If you need assistance, please do not hesitate in contacting any crew member. Thank you. Nach einer Stunde und 20 Minuten erreichen wir mit leichter Verspätung den Flughafen Cordoba. Zum Glück zeigen diese Bilder nicht, dass ich die Beine schon in die Hand nehmen musste, um den Anschlussflug zu erreichen. Aus der einen Maschine raus und gleich wieder in die nächste rein. Ob es mein Gepäck wohl auch geschafft hat? Wir heben wieder ab und schwenken mit einer scharfen Linkskurve auf den Kurs Patagonien ein. Nach rund 2 Stunden erreichen wir die Landebahn des Flughafens von Bariloche. Die patagonischen Winde haben uns bis hierher schon mächtig durchgeschüttelt. Dennoch faszinierend. Nach 3,5 Stunden in der Luft immer noch das gleiche Land? Bleibt nur noch eine abschließende Frage. So, es ist jetzt 13.30 Uhr und es werden noch Wetten angenommen, ob mein Koffer mitgekommen ist. Weil die Umsteigeverbindung war zeitlich so eng getaktet, ich bin praktisch vom einen Flugzeug raus gleich ins nächste rein. Und die Frage ist, ob der Koffer auch mitgekommen ist. Ansonsten, wir sind ungefähr eine halbe Stunde eher gelandet und es gibt gute Nachrichten, der Koffer ist mitgekommen. Da ist er. Auch dieser Flughafen ist nicht sonderlich groß, gleicht aber meinem persönlichen Tor zu Patagonien. Patagonien, das klingt schon irgendwie nach Ferne. Diese will ich nun mit dem zweiten Mietfahrzeug bezwingen. Allerdings noch nicht heute, denn Bariloche und die Umgebung kann man durchaus als die argentinische Schweiz betiteln und so verbringen wir zunächst ein wenig Zeit in der Gegend. Ohnehin habe ich noch die Landschaftsbilder von Salta im Kopf und bin erstaunt, dass die Umgebung nun um einiges alpiner aussieht. So, herzlich willkommen in Patagonien. Bariloche, oder eigentlich heißt die Stadt ja San Carlos de Bariloche, liegt am Fuße der Andenkette und zählt rund 135.000 Einwohner. Wenn die Argentinier wohl irgendwo in ihrem Land Urlaub machen, dann wohl hier. Die Berg- und Seenlandschaft zieht mit ihren diversen Freizeitmöglichkeiten Besucher aus nah und fern magisch an. Es gibt Skigebiete, Wanderwege laden zum Trekking ein und nicht zu vergessen die ausgedehnten Seen ermöglichen diverse Wassersportaktivitäten. Bis zu 1 Million Touristen resultieren in einer sehr hohen Bettenkapazität. So kommt es nicht von ungefähr, dass eben der Tourismus ein großer Wirtschaftszweig darstellt. Interessanterweise spielt auch die Schokoladenindustrie eine nicht unwesentliche Rolle. Besonders in der Fußgängerzone trifft man auf zahlreiche Geschäfte, in denen man Kalorien massenweise nachtanken kann. Und wenn wir schon mal in Bariloche sind, sollten wir auch gleich einmal etwas tiefer in die Stadt und ihre Umgebung eintauchen. So verschaffen wir uns zunächst einen Überblick vom Cerro Otto, schauen uns auf dem Hauptplatz mit seiner alpin gestalteten Bebauung um, sehen das bekannte Llao Llao Hotel auf der gleichnamigen Halbinsel und drehen eine Runde auf dem Circuito Chico, dem kleinen Rundweg. Tja, wem die bisherige Aussicht hier auf die Umgebung noch nicht gereicht hat, der hat die Möglichkeit, hier per Seilbahn auf den Cerro Otto hinaufzufahren. Bis auf 1405 Meter Höhe. Alternativ geht das natürlich auch zu Fuß über entsprechende Wege, mit dem Mountainbike oder auch mit dem Auto. Seinen Namen verdankt der Hügel Otto Gödecke, einen der ersten Pioniere, der seinen Bauernhof an den Ausläufern des Hügels aufbaute. Heute gehört der Berg zum Nahuel Huapi Nationalpark und liegt am Südufer des gleichnamigen Sees. Während die unteren und mittleren Zonen des Berges noch mit Zypressenwäldern bedeckt sind, trifft man auf Buchenhaine, je höher man kommt. Fest steht auch, dass wir in Kürze wohl eine der schönsten Aussichten Patagoniens genießen können. Ganz weit da unten ist sie, die Talstation. Es sind doch schon einige Höhenmeter Unterschied, die man hier so überbrücken muss. Nach einer etwas wackeligen Fahrt, wie ihr ja vielleicht schon gesehen habt, sind wir jetzt oben auf dem Cerro Otto. Ja, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe schon überlegt, ob ich hier überhaupt hochfahre, ob es sich denn tatsächlich lohnt. Weil wenn man den kleinen Rundweg hier hinten bei Llao Llao fährt, dann sieht man die Landschaft eigentlich schon ganz gut. Aber ich glaube, es wäre töricht, bei so einem Wetter hier nicht hochzufahren. Und deswegen, glaube ich, hat man von hier oben aus einfach nochmal eine richtig geile, andere Aussicht. Nach diesen Eindrücken bestünde durchaus die Möglichkeit zum weiteren Verweilen. Immerhin gibt es ein Drehrestaurant. Ich ziehe es jedoch vor, mit der Seilbahn wieder bergab zu fahren. Zum Glück sind die Wege zu weiteren Highlights nicht sonderlich weit. Hier ist auch schon gleich das Stadtzentrum von Bariloche. Eine Stadt, die ist ja nicht so besonders groß. Ich habe das Auto jetzt hier erstmal auf einem bewachten Parkplatz abgestellt. Und ich denke mal, ich werde jetzt hier mal ins Stadtzentrum reinlaufen. Vielleicht gibt es hier auch irgendwo noch was zu essen. Das wäre auch gar nicht so schlecht, weil ich habe die letzten Tage relativ sparsam nur aus dem Supermarkt gelebt. Und mal gucken, was es hier so gibt. Zusammenfassend könnte man sagen, alle Annehmlichkeiten vorhanden. Das wird sich im Laufe der Patagonienreise in den bevorstehenden einsamen Landstrichen noch ändern. Das Herz der Stadt schlägt in jedem Fall genau hier am Hauptplatz. Als erstes fallen die liebevoll gestalteten Steinhäuser mit ihrer besonders auffälligen Architektur auf. Den de facto alpenähnlichen Charakter verdankt die Stadt einem langjährigen Präsidenten des Nationalparks. Dieser wollte das nordpatagonische Seengebiet in eine Art argentinische Schweiz verwandeln. Zweifelsohne ist ihm das auch gelungen. Ich glaube, Bariloche ist so ein richtiger Traum von der Landschaft her. Insbesondere, wenn das Wetter dann zwischenzeitlich mal aufklart und ja, die Sicht auf eine super krasse Bergwelt freigibt. Hinter mir auf diesem Hügel, das ist das Llao Llao Hotel. Und ich glaube, es steht sinnbildlich für die Gegend hier um Bariloche. Nicht zuletzt ist es das Fotomotiv für die nahe Stadt und zugleich Ausgangspunkt für den Circuito Chico. Westlich von Bariloche gelegen, reihen sich im Folgenden entlang der Rundstrecke landschaftliche Höhepunkte ohne Unterlass aneinander. Zugegeben gehört schon etwas Glück für gutes Wetter dazu, zumindest führt die Natur alle Register auf. Tiefblaue Seen vor dem Bergpanorama der Anden und dazu die einzigartige Vegetation. So nehme man sich Zeit, um die zahlreichen Aussichtspunkte abzuarbeiten. So, ich bin jetzt hier gerade mal so ein bisschen auf dem Circuito Chico unterwegs. Ich glaube, ich bin hier nicht ganz allein, wenn ich mir so die ganzen Reisebusse angucke. Nur kurz ist der Punte Panoramico von Menschen überlaufen. Manchmal lohnt es sich eben ein wenig zu warten. So bin ich kurz darauf weitgehend allein und sehe mich dem wohl schönsten Panorama gegenüber, das die Gegend zu bieten hat. Obgleich die Bewertung, inwiefern der Ausblick vom Cerro Otto oder eben von hier schöner ist, überlassen wir dem geneigten Betrachter des Films. Der Reisende hat da so seine Präferenzen. Immerhin erkennen wir von hier aus jene Landzunge, von der ich den Rundweg des Circuito Chico begann. Sie wird markiert von der Anlage des Llao Llao Hotels. Abschließend neigt sich ein äußerst spannender Tag somit seinem Ende und es wird langsam Zeit, das vorreservierte Hotel aufzusuchen. Die Ausbeute des heutigen Tages, 2000 Kilometer weiter südlich. Tja, und in diesem zweiten Kapitel der Reise wollen wir uns jetzt in den nächsten Tagen bis zum Perito Moreno Gletscher vortasten, und zwar auf der Straße. Das sind ungefähr 1500 Kilometer mit dem Auto und das Ganze muss ich hin und zurückfahren, weil Einwegmieten in Argentinien sind unbezahlbar teuer, das bringt nichts. Deswegen werde ich das alles schön wieder zurückfahren. Ich habe mir dafür insgesamt gute 2 Wochen Zeit genommen und habe sogar noch einen Reservetag eingebaut, falls irgendwo noch was schief läuft oder ich der Meinung bin, irgendwie mir noch mal was detaillierter ansehen zu wollen. Bariloche am Morgen, Zeit zum Checkout und Aufbruch. Auf dem heutigen Programm steht eine Fahrt über die Ruta de los Siete Lagos, der Straße der 7 Seen. Eigentlich ein inoffizieller Name. Tatsächlich handelt es sich um die Nationalstraße 40, deren Streckenführung entlang zahlreicher Seen für die Namensgebung sorgt. Diese erste Exkursion in Patagonien führt uns also in nördlicher Richtung bis zur Stadt San Martín de los Andes, ehe wir danach endlich in südliche Richtung aufbrechen. traumhaften Landschaften von Bariloche setzen sich auch nördlich der Stadt weiter fort. Es ist äußerst empfehlenswert, über genügend Zeit zu verfügen. Zwar trennen nur 190 Kilometer die Stadt San Martín de los Andes, doch an so vielen Stellen lohnt es sich, einmal anzuhalten. Denn nicht nur die großen Seen, wie hier der Nahuel Huapi See seiner selbst, sondern auch kleine Bäche und Nebenflüsse lassen das Gebiet so natürlich erscheinen. Sie sind allesamt noch Teil des Nationalparks Nahuel Huapi, der kurz vor San Martín de los Andes in den Nationalpark Lanín übergehen wird. Immer wieder lohnen dabei Zwischenstopps, wie hier am Mirador Inalco, der die Sicht auf den nördlichen Teil des Nahuel Huapi Sees freigibt. Nur vielleicht 5 Kilometer weiter erreicht man dann schon den Lago Espejo, den Spiegelsee. Es ist jetzt ungefähr Mittag und von den 160 Kilometern sind immer noch 100 übrig. Also man merkt, ich komme nicht wirklich schnell voran. Das liegt aber natürlich daran, weil ich ja auch möglichst viele Zwischenstopps mitnehme, um einfach mal diese schöne Landschaft und das Panorama einzufangen. Und ich kann auch wirklich jedem nur empfehlen, der hier lang fährt, nehmt euch Zeit mit. Glasklare Flüsse, eine interessante Tierwelt und nicht zuletzt waldreiche Gebiete, wohin das Auge schaut. Eine weitgehend intakte Natur abseits menschlichen Einflusses. Etwa 20 Kilometer vor San Martín de los Andes trifft man am Wegesrand aber noch auf ein interessantes Kuriosum. So, ich bin jetzt hier noch bei einem kleinen Naturschauspiel angekommen. Das muss ich sagen, ist eigentlich was total Geiles. Also im Hintergrund sehen wir einfach einen ganz normalen Fluss. Zugegebenermaßen, er wird von 2 Armen gespeist. Allerdings gibt es hier eine kleine Besonderheit. Und die passiert unter der Brücke und genau hier, in diesem Bereich der Steine. Der Fluss wird in 2 Arme aufgeteilt und somit entscheidet sich auch das Schicksal des Wassers. Besonders deutlich wird das auf der anderen Seite der Brücke. Es entstehen 2 Arme. Der rechte Arm fließt in Richtung des Sees Lacar, der wiederum in den Pazifik entwässert. Der linke Arm führt in den See Meliquina, dessen Wasser schließlich den Atlantik erreicht. Genau unter dieser Brücke teilt sich also die Reise des Wassers in Richtung Pazifik oder Atlantik. Daher auch der Name Arroyo Partido, was so viel bedeutet wie geteilter Strom. So, jetzt ist es später Nachmittag und ich habe mein Endziel für den heutigen Tag erreicht. Die Kleinstadt San Martín de los Andes. Und sie heißt deswegen natürlich de los Andes, weil es natürlich noch weitere San Martín gibt. Ja, es wirkt hier alles ein bisschen ausgestorben. Das liegt aber eher daran, dass Wochenende ist. Ansonsten das Erscheinungsbild der kleinen Ortschaft erinnert doch ziemlich stark an ein alpines Gebiet oder eben auch an Bariloche. Da geht es bereits morgen wieder hin zurück. Denn mit dem heutigen Reisetag wollte ich mir nur die Ruta de los Siete Lagos ansehen und dann werden wir ab Bariloche gen Süden starten. Zuvor gönne ich mir noch eine Nacht in dieser Kleinstadt, die etwa 25.000 Einwohner zählt. Sie liegt am Lago Lacar und ist ein ähnlich bekannter Ferienort wie das südlich gelegene Bariloche. San Martín de los Andes bietet nicht nur ein reizvolles Stadtbild, sondern dient nicht selten auch als Ausgangspunkt für Touren in die Umgebung. So ist der Ort im Sommer wie im Winter gleichermaßen beliebt. So, guten Morgen. Wir haben es jetzt kurz nach 9, 10 Grad draußen und ich bin gestern wieder nach Bariloche zurückgefahren und habe mich auch gleich wieder in dem Hotel einquartiert, wo ich das erste Mal schon drin war, weil der Preis halt einfach gestimmt hat. Ich wundere mich schon als irgendwie, weil die Kiste hier, die zeigt immer noch halb voll an. Selbst nach meinem Trip jetzt hoch nach San Martín de los Andes und wieder zurück. Ich habe aber gestern nachgelesen, was das hier überhaupt erstmal für ein Fahrzeug ist. Der hat einen 55-Liter-Tank. Ein wenig Reserve kann nicht schaden, denn ab jetzt wird sich meine Reise in einen Roadtrip in Argentiniens Einsamkeit verwandeln. In den nächsten Tagen geht es über rund 1500 Kilometer bis zum bekannten Perito Moreno Gletscher nach Süden. Die Einsamkeit bedingt es auch, dass wir am Wegesrand nur äußerst selten mal auf eine Sehenswürdigkeit treffen werden. Der geneigte Zuschauer wird sich an Einsamkeit, Straße und Ödnis erfreuen müssen. So viel bereits vorab. Damit es für den Fahrer vor Ort taktvoll bleibt, teile ich die Reise in Zwischenstopps zu Abschnitten von 250 Kilometer bis 500 Kilometern pro Tag auf. So denn, genug der langen Worte, es geht endlich auf Strecke. Man mag es bei diesen Bildern kaum glauben, aber wir verlassen so langsam das Gebiet der argentinischen Schweiz. Im Folgenden wird uns eine wesentlich kargere Landschaft erwarten. Doch was ist das eigentlich für eine Straße, auf der wir uns in den Folgetagen bewegen? Nicht selten trifft man dabei auf Fahrzeuge aus entfernten Teilen der Welt. Das, was in Nordamerika die Route 66 ist, ist in Argentinien die legendäre Ruta 40, die Strecke 40. Die zieht sich über mehrere tausend Kilometer von der bolivianischen Grenze bis runter nach Feuerland. In diesem Film werden wir sie auszugsweise fahren und zum Zeitpunkt der Dreharbeiten dieses Films ist die Strecke auch noch nicht durchgängig asphaltiert. Das heißt also, es würden mich möglicherweise noch ein paar Kilometer Schotterpiste in diesem Film erwarten. Ich gebe zu, es ist gar nicht so einfach, auf meinem Weg nach Süden irgendwelche interessanten Anlaufpunkte zu finden, weil links und rechts ist eigentlich nur Pampa. Kurz vor der Stadt Esquel kann man die Ruta 40 verlassen und auf die Ruta Provincial, eine Provinzstraße Nummer 12 fahren. Die ist noch einen Moment geteert, danach wird sie wahrscheinlich eine Schotterpiste. Und in 120 Kilometern geht es dort zur Piedra Parada, eine Felsformation, die besonders interessant aussieht. Und wohlgemerkt, man muss die 120 Kilometer hier auch wieder zurückfahren. Ein nicht unerheblicher Abstecher, zeitintensiv noch dazu. Ob der Aufwand lohnen wird? Nur wenige Kilometer ist die Provinzstraße geteert und geht dann in eine teils grobkörnige Schotterpiste über. Inmitten der Einsamkeit erreicht man dann das kleine Pueblo Gualjaina, das als Tor zur genannten Steinformation gilt. Doch selbst von hier fährt man noch eine ganze Weile durch die Einsamkeit. Jahre wegen so einem blöden Stein, der so mitten im Nichts steht, 120 Kilometer. Wie krass überhaupt. Aber gut, das ist eine andere Sache. Piedra Parada, bienvenido. Ja. Es ist eine wahrlich unberührte Landschaft, in welcher der markante Felsen einsam und scheinbar verlassen steht. Er ragt 277 Meter in die Höhe und sein Fundament misst stolze 100 Meter. Sein Schicksal beginnt vor vielen Millionen Jahren. Erste Vorboten des Steinmassivs lagerten sich in der Mitte einer riesigen Vulkanmündung von 25 Kilometern ab. Eine Serie seismischer Aktivitäten und schließlich die Erosion formten jene bizarre Landschaft, in der wir uns heute wiederfinden. Und auch wenn das Terrain trocken daherkommt, kann bei entsprechender Wettersituation manche umliegende Schlucht den nahen Rio Chubut in einen reißenden Strom verwandeln. So, ich glaube, ich habe jetzt hier genug gesehen am Rio Chubut mit dem wunderschönen großen Stein. Und ich glaube, ich werde jetzt mal so langsam aber sicher mich wieder ins Auto setzen und die uns nun bekannte Strecke zurückfahren. Und dann geht's weiter, endlich nach Esquel. Irgendwie habe ich keinen Bock mehr zum Fahren in der Pampa hier. Ich glaube, ich hole mir jetzt erstmal eine Pizza. Alles nur plattes Land. Naja, also natürlich nicht hier irgendwo von irgendeinem Feld, aus dem Kofferraum natürlich. So, ihr könnt euch natürlich jetzt die Frage stellen, wo hat der Typ eigentlich die Pizza her? Hm. Letzte Nacht habe ich in der Kleinstadt Esquel Station gemacht, weil die Fahrt zu einer weiteren Etappe nach Süden, nach Perito Moreno, habe ich einmal in einen 300 und einmal in einen 500 Kilometer Block aufgeteilt. Und so hatte ich natürlich gestern Abend Hunger und da habe ich mir eine Pizza geholt. Und die war so groß, die habe ich gesagt, einpacken. Nach weiteren Kilometern durch die argentinische Einsamkeit erreiche ich bereits den nächsten Zwischenstopp, die Kleinstadt Perito Moreno. Im Übrigen nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Gletscher, der noch viele Kilometer weiter südlich liegt und ohnehin das erklärte Ziel des Patagonientrips ist. Die Kleinstadt zählt indes rund 4000 Einwohner. Kein Wunder, dass es hier recht ruhig zugeht. Für mich ist sie in erster Linie ein weiterer Übernachtungs- und auch Tankstopp auf dem Weg nach Süden. Attraktiv ist Perito Moreno auch deshalb, weil sich hier ein gewisses Mikroklima einstellt. Der etwa 20 Kilometer entfernte Lago Buenos Aires ist nicht ganz unbeteiligt daran und zudem einer der ersten großen Seen hier unten in dieser Gegend. kurz vor 16 Uhr und ich habe mein Hotel in der Kleinstadt Perito Moreno erreicht. Damit hätte ich jetzt die Distanz zu Bariloche auf 800 Straßenkilometer gesteigert. In etwa bin ich das auch gefahren. Bis hierher war jetzt alles asphaltiert. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich bin eigentlich noch lange nicht da angekommen, wo es überhaupt mal hier unten was zu sehen gibt, weil das Einzige, was ich heute gesehen habe, war Landschaft, Straße, genauso wie gestern. Aber das habt ihr ja auch schon gesehen. Aber also ab morgen könnte sich das Ganze für die nächsten Tage dann mal ein bisschen ändern. Perito Moreno am Morgen. Ein weiterer Tag mit der nächsten Etappe nach Süden zur Kleinstadt Gobernador Gregores. Jetzt noch schnell tanken und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Hola, buen día. No hay? Auch das noch, kein Sprit. Bin ich jetzt erstmal einige Stunden hier gefangen? So, liebes Argentinien, wir müssen jetzt gerade mal eine kurze Krisensitzung machen. Wie wir gerade gehört haben, gibt es da keinen Sprit. Das nächste Tagesziel wäre in etwa jetzt so 353 Kilometer entfernt. Und der Tank soll noch für 400 Kilometer reichen. Das ist aber eine ganz schön knappe Feier. Wer weiß, das ist hier bestimmt ein Schätzeisen. Also das sollte man sicherlich nicht eingehen, sonst bleibt man hier irgendwo noch schlimmstenfalls in der Pampa hängen. Durch die Pampa mit halbleerem Tank besser nicht. Zwar ist das Tankstellennetz nutzbar ausgebaut, doch nicht immer und zu jeder Tageszeit gibt es, besonders in Patagonien, auch Benzin. Die Tanklaster müssen weite Strecken zurücklegen. Dem Hörensagen verfügt Perito Moreno jedoch über eine zweite Tankstelle. Da die Hinweisschilder dorthin ins Leere verlaufen, fahre ich nochmal fix vors Hotel zurück, um über das Internet die Lage zu sondieren. So, liebes Hotel, so schnell sieht man sich wieder. Weit habe ich es ja noch nicht geschafft heute und das Ganze um kurz nach 9. So, hier habe ich wenigstens mal kurz Internet nochmal. Bin zwar jetzt hier schon einmal um den Block gefahren, aber gefunden habe ich es ja irgendwie immer noch nicht. Mal gucken, da probieren wir es jetzt auf jeden Fall nochmal. Es gibt hier wohl Benzin. Hoffentlich noch was für mich. $1.50, sí. Das weitere Vorankommen wäre gesichert und wird mir im Folgenden sogar noch einen kleinen Abstecher ermöglichen. Die Moral von der Geschichte: in Patagonien am besten schon am Nachmittag bei Ankunft tanken. Nicht zu verschweigen, dass besonders abgelegene Tankstellen zum Zeitpunkt der Reise auch noch auf das gute alte Bargeld setzen können. So achte man auch hier auf gewisse Reserven. Wahrscheinlich merkt man es mir nicht an, aber ich bin irgendwie immer noch glücklich darüber, dass das heute Morgen doch noch mit dem Tanken geklappt hat. So können wir nämlich im Programm zeitnah weiterfahren. Ich erreiche jetzt den Abzweig zur Cueva de las Manos. Das ist wenigstens mal eine kleine Sehenswürdigkeit, ein kleines Highlight hier an der Ruta 40 inmitten der patagonischen Steppe. Interessanterweise ist es gerade windstill, stelle ich gerade fest. So, und genau dorthin fahren wir jetzt. Es sind 24 Kilometer, allerdings Schotterpiste. Das heißt, hin und zurück ist man fast wieder 50 Kilometer unterwegs und das wird sicherlich einen kleinen Moment dauern. Einmal wieder nur ein offenbar kleiner Schlenker, der in Stunden Umweg resultiert. In der Einsamkeit muss man nehmen, was kommt. So sehe ich mich einem der spektakulärsten Canyons in Patagonien gegenüber. Mitten durch die Landschaft der vielfarbigen Felsen hat der Rio Pinturas eine schmale grüne Schlucht hineingefressen und fließt 60 bis 100 Meter unterhalb des Hochlandes. Ob der meist trockenen Umgebung kann man hier auf viele einheimische Tiere treffen, darunter Nandus und Gürteltiere. Sie lieben die einfachen Buschgewächse und Gräser, die das sonst spärliche Landschaftsbild zieren. Der Name Cueva de las Manos, zu Deutsch Höhle der Hände, zielt indes auf Höhlenmalereien ab. Aus der Epoche 7000 bis 1000 Jahre vor Christus kann man sie nach Anmeldung im Besucherzentrum in Begleitung mit einem offiziellen Führer besuchen. Da die nächste Tour erst am späten Nachmittag angesetzt ist und die Zeit über die rumpeligen Nebenstraßen drängt, setze ich schon kurz darauf meine Reise Richtung Gobernador Gregores fort. 5:30 am Nachmittag und ich habe das nächste Etappenziel erreicht. Gobernador Gregores. Eine Kleinstadt im Nichts. Wie schon Perito Moreno dient mir diese Kleinstadt mit ihren gerade 2500 Einwohnern nur als Sprungbrett auf dem weiteren Weg nach Süden. Gleich als erstes unternehme ich einen erfolgreichen Tankversuch, so bin ich für die morgige Etappe sogleich gerüstet. Und sonst? Viel kann man hier ohnehin nicht unternehmen, liegt die Stadt doch inmitten der südargentinischen Einsamkeit. Genau genommen schon seit dem Jahre 1922, als sie von einem österreichischen Siedler gegründet wurde. Bestand das erste Haus damals behelfsmäßig noch aus Holz, Blechen und in Teilen sogar alten 20-Liter-Kanistern, so hat sich Gobernador Gregores zu einer gewöhnlichen Stadt entwickelt. Die Namensgebung erinnert an den Korvetteleutnant Juan Manuel Gregores, der zu den wichtigsten Gouverneuren in der Provinz in den 30er Jahren gehörte. So scheint die Zeit doch etwas stillzustehen, aber wenigstens gibt es alles Nötige zum Leben. Das ist irgendwie eine Reise, bei der ich mich mehr aus dem Supermarkt ernähre als alles andere. So, jetzt renne ich mit meinem Einkauf hier wieder zurück ins Hotel. Und wie ich schon festgestellt habe, bei dieser Reise ernähre ich mich irgendwie fast ausschließlich aus dem Supermarkt. Ist doch mal wieder eine tolle Sache, oder etwa nicht? Ja, es gibt gute Nachrichten auf jeden Fall. Nach der ganzen Fahrerei durch die einsame Pampa komme ich jetzt hier unten so langsam, aber sicher in das eigentliche Zielgebiet des Patagonientrips. Nämlich in die Gegend von El Calafate oder El Chalten. Bis zu beiden sind es ungefähr noch so 300 Kilometer. Es ist früher Morgen, als die Sonne die Szenerie freundlich beleuchtet. Am heutigen Tag geht es über 290 Kilometer bis nach El Chalten, zu Fuße eines bekannten Bergmassivs gelegen. Spannend bleibt die Frage, ob auch die heutige Strecke durchgängig asphaltiert sein wird. Aber wir stehen ja noch ganz am Anfang. Zunächst genieße ich ein Selbstversorgerfrühstück auf dem Zimmer, das ich deutlich umfänglicher gestaltet habe, als in vielen Hotels bisher angeboten. Kurz darauf verschwindet schon der Koffer samt Fahrer im Auto und ich trete die heutige Etappe an. Die Freude über den glatten Straßenbelag und somit schnelles Vorankommen währt nur kurz. Die Ruta 40 zeigt mir mit einem ihrer letzten noch fehlenden unausgebauten Abschnitten, wie ursprünglich diese Strecke noch vor wenigen Jahren einmal war. 10 vor 10 am Morgen, jetzt habe ich leider dann doch noch eine Stelle erreicht, wo der Teerbelag endet. 3, 2, 1... Nee. 72 Kilometer Schotterpiste. Das macht gut 2 Stunden Fahrt. Schneller als 60 km/h, beziehungsweise in großen Teilen gar nur 20 oder 30 km/h, sind hier einfach nicht drin. Zwar zeigen diese Bilder es nicht, aber nicht nur einmal werde ich von Fahrzeugen zwar schnell überholt, überhole sie dann aber kurz drauf mit einem Platten am Fahrbahnrand. Sogleich die Vorbeifahrt am Lago Cardiel einer schieren Ewigkeit. Hört ihr das? Das ist der Wind. Der schüttelt ganz mächtig das Auto durch. Ja, und ansonsten gucke ich hier gerade mal schnell nochmal auf den Navi. Bis nach Tres Lagos sind es noch 49 Kilometer. Das heißt noch 49 Kilometer Schotter. Ob ich auf dem Rückweg wirklich die gleiche Strecke fahre, das weiß ich noch nicht. Einen habe ich hier schon gesehen mit dem Platten. Deswegen auf Schotter schön langsam fahren. Regel Nummer 1, survive this trip. Ja. Und vor allem immer schön den dicken Steinen ausweichen. Die kleinen Steine sind nicht das Problem, aber die dicken immer. Irgendwann ist auch dieser Abschnitt geschafft und ich erreiche den Abzweig nach El Chalten. Jetzt geht es nochmals knapp 100 Kilometer nach Westen, dem Andenmassiv, entgegen. Zu unserer Linken wird in Kürze der Lago Viedma auftauchen, ein 80 Kilometer langer und 15 Kilometer breiter Gletschersee. Neben dem Lago Buenos Aires ist er einer der drei großen Seen hier im südlichen Teil Patagoniens. Rund 300 Kilometer liegen hinter mir und endlich stehe ich ihm zu Füßen, dem Fitzroy. Was für ein gewaltiges Bergmassiv. Bei einer vorangegangenen Reise hatte ich ihn einst vom Flugzeug aus gesehen und schon da stach er wie eine gigantische Nadel aus seiner Umgebung und nicht zuletzt Wolkendecke in besonderer Art und Weise heraus. Wie ein scheues Reh verhüllt er sich jedoch heute teils in dichten Wolken. Mit seinen 3406 Meter Höhe überragt er gekonnt die Umgebung. Selbstredend ist das aus Granit bestehende Bergmassiv eine Hauptattraktion und deshalb entwickelt sich das im Tal liegende El Chalten wohl auch prächtig. Obendrein gehört alles zum Los Glaciares Nationalpark. So, da wären wir jetzt angekommen in El Chalten. Damit habe ich auch jetzt die Distanz zu Bariloche auf ungefähr so 1500 Kilometer nach einigen Zwischenstopps gesteigert. Aber es geht noch einen Tacken südlicher, einen haben wir noch. Nun denn, jetzt bin ich aber erstmal hier. El Chalten, ja, das Besondere hier ist natürlich der Fitzroy, der hier alles überragt. Das andere ist natürlich auch, dass man von hier aus einige Trekkingtouren machen kann, um dieses Bergmassiv und den Los Glaciares Nationalpark erkunden kann. So herrscht hier eine hohe Bettenkapazität vor und deswegen habe ich mich hier auch erstmal in ein Hotel einquartiert. Das Hotelzimmer ist etwas höherpreisiger als so alle anderen in Argentinien, aber durchaus immer noch preislich im Rahmen. Das liegt daran, dass El Chalten de facto ausschließlich vom Tourismus lebt. Es gibt keine Industrie und nur extrem wenig Landwirtschaft. Kein Wunder bei dem hiesigen Klima. Durch die sich nach Süden hin verjüngende Landmasse Südamerikas zerren der Pazifik und Atlantik gleichermaßen um Einfluss. Bis zu 5000 mm Niederschlag pro Jahr gehen hier runter. Nicht zu vergessen die starken patagonischen Winde, gegen die man oft ankämpfen muss. Daran haben sich die rund 1700 Einwohner wohl schon längst gewöhnt. Dennoch blickt El Chalten auf eine erst junge Geschichte zurück. Die Ortschaft wurde am 12. Oktober 1985 auch daher gegründet, um die Gebietsansprüche Argentiniens zu untermauern. Man mag es kaum glauben, bis zu den Dreharbeiten dieses Films gibt es noch keinen offiziellen Grenzverlauf zum Nachbarland Chile. Irgendwo hinter dem Bergmassiv ist dann zwar Chile, aber wo genau? So kann es sein, dass die unzähligen Trekking-Touristen ein wenig in beiden Ländern unterwegs sind. Wen 10,2 Kilometer nicht abschrecken, kann den wohl bekanntesten Wanderweg zur Laguna de los Tres beschreiten. Zu Fuße des Bergmassivs hat man dafür einen großen Parkplatz angelegt und von hier aus geht es dann entspannt durch die patagonische Natur in die Höhe. Eine Infotafel gibt erste Informationen, was den Wanderer erwartet. Auf den letzten Metern wird es steiler und die Wegstrecke führt durch ein Geröllfeld hindurch. Hat man den Trek erfolgreich absolviert, zieht es den einen oder anderen zu den gastronomischen Angeboten. Für ganz Eilige darf es vielleicht auch dieser After-Trek-Coffee am Straßenrand sein. Erst dann zieht man sich wieder ins Hotel zurück oder auch in die eigenen fahrbaren vier Wände. Fahrzeuge mit deutschem Kennzeichen gibt es so einige hier unten am Ende der Welt. Ich habe mich derweil am Aussichtspunkt vor den Toren der Stadt satt gesehen und so ergänzen wir die Einblicke in die Ortschaft zu Fuß des Andmassivs. So hell ist es hier abends um 10 Uhr in El Chalten. Man merkt, das hier ist schon ziemlich südlich auf der Erdkugel. Ja, so viel soll es das jetzt auch erstmal gewesen sein zu El Chalten. Und morgen ist hier in dem Hotel bereits Abreisetag, denn dann werde ich nochmal 200 Kilometer weiterfahren nach El Calafate. Na dann, gute Nacht El Chalten.